Hallo Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute zeige ich euch manche Wörter und auch Sätze in Gebärdensprache. Ich hoffe, ihr lernt was daraus und ja, viel Spaß. Ich mache das wie immer einmal so einen schnellen Durchlauf. Also je nach Abschnitt, also einen schnellen Durchlauf. Und dann einen langsamen Durchlauf, wo ich es euch dann erkläre. Du, ich, mein, dein, wir, uns, alle, sie, er, ihr, ihr, beide, beide, beide. Wir vier, wir drei, wir fünf, wir sechs, wir acht. Bei du müsst ihr sozusagen den nackten Finger, sozusagen den abgestreckten Zeigefinger, zeigt auf die andere Person du. Natürlich, ich weiß, das ist eigentlich unüblich. Man sollte nicht mit dem nackten Finger auf jemanden zeigen, aber in der Gebärdensprache ist das leider so. Du, du. Und ich zeige sozusagen den nackten Finger auf dich selber. Ich. Mein wird mit der flachen Hand auf deine flache Hand schlägt sozusagen einmal ganz leicht die Brust. Mein. Mein. Und dein. Dein ist dann quasi anstatt die flache Hand auf mich selber, auf jemand anderen. Natürlich halt nur als Schattenspiel und nicht jemanden wirklich damit berühren. Dein. Wir. Wir. Also das zeigt dann halt wieder den gestreckten Zeigefinger. Nur du hast es dann, zeigst du nach unten und machst dann sozusagen einen Kreis damit. Wir. Wir. Uns ist eigentlich genau dasselbe wie wir, nur halt das andere. Da ist es ganz anders, dass du halt anstatt den Zeigefinger nach unten, nach oben zeigst. Uns. Uns. Alle. Alle ist mit der flachen Hand, zeigst du über die ganze Menschenmenge. Wir sind alle. Alle. Sie und er und ihr wird gleich gebärdet. Sie. Du zeigst sozusagen auf die andere Person, die daneben steht oder so. Sie, er und ihr. Natürlich gibt es bei ihr auch wieder einen Fall, wo dann halt auch mehrere sind, zum Beispiel ihr habt mich gestört, zum Beispiel jetzt. Sind da wahrscheinlich dann auch mehrere in diesem einen Satz auch gemeint. Sozusagen wird anstatt als ihr, ihr. Das heißt, anstatt dass du den Zeigefinger nur auf eine Person richtest, mach so einen kleinen Kreis auf diese Gruppe. Ihr. Ihr, genau. Beide gibt dann natürlich dann auch so Fälle, wo du sagst, ja, wir beide, genau. Ja, da hast du sozusagen sozusagen dieses Peace-Zeichen, so, jo. Zeigst es dann auf dich selber und auf den anderen. Wir beide. Natürlich geht es auf diese Variante hier, wir beide. Das ist natürlich eigentlich egal, das ist die gleiche Bedeutung. Aber es gibt auch wieder Fälle, wo ich dann ich als Person nicht betroffen bin, sondern halt eine andere Person, also die beiden. Dann machst du es anstatt an dich selber. Zeigst du es auf diese beiden. Ihr beide. Genau. Jetzt kommen wir hinzu zu den W-Fragen, zu wer, wie, was weiß ich wie. Ja. Okay, also. Was, wo, wer, warum, wieso, wie, welche. Was? Das ist die flache Handfläche, anstatt sie so flach zu halten, hast du sie ein bisschen schräg. Was? Wo? Ist eigentlich genau das gleiche wie was, nur halt das andere ist, bei was haben wir das so schräg gehalten? Was? Und bei wo machen wir das halt so gerade? Wo? Wo? Wer? Wer wird wie ein, machen wir es so, als er wie ein Fingeralphabet und dann wissen wir sozusagen hin und her, wer. Warum und wieso haben beide die gleiche, das gleiche Gebärdenwort, sagt man das so, weiß ich nicht, auf jeden Fall, wieso, also wie ein S, wieso und warum. Weil beide die gleiche Bedeutung haben, deswegen wird auch beides gleich gebärdet, wieso. Wie? Hast du einen, bei beiden Händen
den Daumen ausgestreckt und auch, beide kleinen Finger. Und das hältst du dann so, dass die kleinen Finger überkreuzt zueinander und machst dann W. W. Daraus nimmt man auch dieses W, ne? W. W. Natürlich ist dieses W nur als Frage definiert. Natürlich gibt es auch, das ist genauso wie mein Handy. Das wird dann, dieses W wird wieder ganz anders gewertet. Deswegen, also hier ist halt nur dieses W, diese Frage. Wie? Welche? Genauso wie beim W, den Daumen und den kleinen Finger ausgestreckt, aber nur auf einer Hand. Welche? Und dann kommen wir auch zu kleinen Sätzen. Das habe ich, wie ist dein Name, wie alt bist du, wo wohnst du? Also kleine Sätze, die man halt immer sagt, wenn man sich halt gegenseitig kennenlernt. Wie ist dein Name? In der Gebärdensprache, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, übersetzt man nicht immer alles Wort zu Wort, sondern man baut seine eigenen Sätze. Und halt bei den W-Fragen ist das so, stellst du eine Frage, muss das Fragewort, also zum Beispiel diese W-Frage, am Ende stehen. Zum Beispiel, wie ist dein Name? Dein Name wie? Dein, also wie mit der flachen Hand auf die andere Person, dein Name. Name wird, die Peace-Zeichen halt einfach zusammen und dann auf die Wange runterstreichen. Name, zweimal. Name, dein Name, wie? Wie? Wie alt bist du? Du? Wieder auf die andere Person gerichtet. Du, alt, B. Zuerst ist halt immer bei diesem Einsatz immer diese Person, wird als erste verwendet. Du. Du, alt, B. Also du, dieses Alt hat wieder das zusammen, wie das Pi, dann hat wieder zusammen und dann ein bisschen so einen kleinen Knick. Alt, 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 B. Du, alt, B. Wo wohnst du? Du wohnen wo? Also wieder dieses Du auf die andere Person gerichtet. Du wohnen. Wieder eine flache Hand und ein bisschen so geknickt. Wohnen wo? Wo? Was sind deine Hobbys? Deine Hobbys. Was? Deine Hobbys? Also Hobbys ist halt so, dass du deine beiden Handfläche Hobbys. Deine Hobbys, was? Hobbys? Das ist, Hobbys wird dann so schon gewertet, das ist das nicht lieben, das ist lieben. Hobbys. Hobbys ist halt da, du machst irgendwas mit Leidenschaft. Hobbys, was? Was? Deine Hobbys, was? Das gibt dann auch wieder diese Antworten. Also, wie ist dein Name? Und dann die Antwort, mein Name. Mein Name. Mein Name ist Cindy. Mein Gebärdenname ist Cindy. Also ich habe sozusagen zwei. Also meine Eltern nennen mich halt immer so Cindy. Und manche hier nennen mich halt so Cindy. Weil ich halt immer ziemlich oft mit meinen Haaren rumspiele. Genau. Wie alt bist du? Und dann die Antwort. Ich bin 9 Jahre alt. Ich, 20 Jahre alt. Ich, dieses Bin kommt weg, also ich, 20 Jahre alt. Ich wohne in, ich wohne Trier. Trier, also ich wohne jetzt nicht wirklich in Trier, aber es ist nur ein Beispiel, weil es bei mir ganz in der Nähe ist. Ich wohne Trier, ich wohne Nähe Mosel. Mosel, also ich. Ich wohne und dann halt diese Stadt oder das Dorf, in dem dann eben musst du halt, natürlich gibt es, fast für jede Stadt gibt es ein Wort in der Gebärdensprache, dass man, weiß man, gebärden kann, für Berlin, Hamburg und alles. Das zeige ich jetzt euch auch noch im anderen Video.
Video. Ich hoffe, es hat euch das gefallen und ihr habt auch vieles Neues gelernt. Schreibt auch einfach in den Kommentaren, was ihr als nächstes von mir sehen wollt, beziehungsweise in Bezug halt zu dem Gebärdensprachkurs, Online-Kurs. Ja, schreibt mir das auf und dann habe ich dann auch ein paar Ideen, die dann auch öfters kommen könnten. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!